Herzlich willkommen. Wir sind heute in Eichstätt und hier gibt es eine Kirche, die wimmelt nur gerade so vor Engeln. Die Schutzengelkirche. Und die schauen wir uns jetzt mal näher an. So, und ich bin jetzt hier mit Kunsthistorikerin Claudia Grund. Frau Grund, Sie haben sich ausführlich mit der Schutzengelkirche beschäftigt. Welche Rolle spielen die Engel hier denn? Die Engel tauchen in dieser Kirche in wahren Hundertschaften auf. Wir finden sie in den verschiedenen Funktionen, in denen sie auch in der Bibel beschrieben werden. In der Bibel tauchen sie sowohl im Alten wie auch im Neuen Testament immer wieder auf, wobei ihre Gestalt selten beschrieben wird, da gibt es ganz wenige Erwähnungen, aber ihre verschiedenen Funktionen, wir finden sie als Boten Gottes, wir finden sie als Kämpfer und Streiter für Gottes Wille, aber auch für den Menschen und wir finden sie als Lobsänger Gottes. Engel sind hier wirklich an allen Ecken zu sehen. Insgesamt sind es angeblich über 500 Stück. Gibt es denn einen Unterschied zwischen den Engeln und den Schutzengeln, nach denen die Kirche ja auch benannt ist? Also die Engel sind allgemein die himmlischen Geister Gottes. Kommt von Angelus, dem lateinischen Wort. Aber der Schutzengel im Speziellen bezieht sich auf die Geschichte im Buch Tobit, wo nämlich der Jugendliche Tobias eine gefährliche Reise machen muss und sich ihm ein junger Mann als Begleiter anbietet, der ihm durch verschiedene Gefahrensituationen hilft und sich am Schluss als Engel Raphael zu erkennen gibt. Und das ist der eigentliche Schutzengel, dessen Verehrung und dann auch Abbildung aber erst insbesondere auch mit den Jesuiten im 17. Jahrhundert aufgekommen ist. Und da leitet sich im Grunde genommen unser gängiges Bild des fürsorglichen Engels, der das kleine Kind begleitet, ab, wie man es vielleicht manche von uns auch im Kinderzimmer hängen hatte. Die Kirche hat ja auch eine besondere Bedeutung für Eichstätt. Wo ist denn hier der Anknüpfungspunkt? Also erstens mal ist es die größte Barockkirche Eichstätts. Die ist 1717 ausgestattet worden, aber auch schon 100 Jahre älter. Ist eine der frühesten Jesuitenkirchen Deutschlands. Und die Eichstätter mögen ihre Schutzengelkirche ganz einfach aufgrund ihrer Pracht. Aber irgendwie auch, weil die Zeit hier stehen geblieben zu sein scheint. Es ist ganz weniges verändert. Sie ist eigentlich heute noch in dem Zustand, wie sie das 18. Jahrhundert hinterlassen hat. Und an einer Stelle kann man die Verbindung zu Eichstätt ja wirklich bildlich sehen. Nämlich am Altar für den heiligen Franz Xaver. Er ist einer der Gründerväter des Jesuitenordens und er ist immerhin der zweite Stadtpatron Eichstätts geworden. Hinter den Engeln stecken ja auch Geschichten und Bedeutungen. Was für ein Beispiel aus der Bibel kann man hier denn sehen? Also die grandioseste und künstlerisch wertvollste Darstellung der Kirche ist ja das Hochaltarbild, das von dem begabten Maler Johann Evangelist Holzer stammt. Und das verbildlicht ziemlich genau eine Geschichte aus dem Buch Daniel im Alten Testament, wo Daniel nicht nur eine Gottesvision hat, sondern auch die eines Kämpfers, den er Michael nennt. Und Michael taucht in der Bibel immer wieder auf als der Streiter Gottes und der Name ist Programm. Wer ist wie Gott, bedeutet Michael und er ist fantastisch in einer richtigen Bodybuilding-Gestaltung im Hochaltarbild dargestellt. Wir stehen hier ja in einer sehr prächtigen Kirche. Was fasziniert Sie persönlich denn hier? Ich gebe es ja zu, es ist meine Lieblingskirche. Mir gefällt die Größe, die Geschlossenheit der Darstellung, dass man immer wieder was findet und vor allem dieses unglaublich durchgängige Programm. Sie gilt, so viel ich weiß, als die deutsche Kirche mit der geschlossensten Engelstheologie überhaupt. So, es gibt hier also noch vieles zu entdecken in der Schutzengelkirche und da würde ich vorschlagen, schauen Sie doch auch einfach mal in Eichstätt vorbei.